Hallo, ich bin Claudia Grüner. Und ich bin Sabine Barth. Und gemeinsam sind wir die Gründerinnen von Skill Up, einem Bildungskonzept für die Zukunft. Wir stellen euch heute unsere Challenge für SchülerInnen zum Thema nachhaltige Städte und Gemeinden vor. Ich würde jetzt mal die Rolle einer Lehrkraft einnehmen und dich, Sabine, zu unserer Challenge interviewen. Also, wie kommt die Challenge in meinen Unterricht und wie geht es los? Wie kann ich meine SchülerInnen motivieren, mitzumachen? Ja, ganz einfach. Es beginnt mit einer animierten Alltagsgeschichte, die alle Lehrkräfte, die mitmachen wollen, von uns bekommen. Ich zeige euch einen kurzen Abschnitt. Eine Alltagsgeschichte. Mein Wecker klingelt. Ich muss zur Schule. Mama hat auch schon gerufen, aber ich bin noch müde. Als Mama hereinkommt, stehe ich auf. Es ist schon sehr spät. Papa ist verärgert, weil ich es kaum noch rechtzeitig zur Schule schaffen werde. Der Bus ist schon weg und Mama und Papa haben keine Zeit, mich zu fahren. Zum Glück besitze ich ein Fahrrad. Doch als ich aus dem Fenster blicke, sehe ich, dass es in Strömen regnet. Wie es da jetzt wohl weitergeht? Die Geschichte ist sehr lebensnah und tatsächlich aus dem Alltag der SchülerInnen. Das wird sie motivieren. Aber jetzt brauchen wir natürlich individuelle Herausforderungen, die zu unserer Erfahrungswelt, unserer Schule, unserer Gemeinde oder Stadt passen. Ja, genau. Und dafür gibt es Impulsfragen. Zum Beispiel, was stört mich im Alltag? Was wünsche ich mir schon lange vor Ort? Von was träume ich eigentlich? Was erzählen meine Freundinnen in unserer Stadt oder Gemeinde? Von welchen Problemen lese ich in der Zeitung? Oder über welche Themen wird in meiner Familie diskutiert? Ein ganz konkretes Beispiel. Ah, super, Fahrradfahren. Das geht natürlich ganz viele Jugendliche was an. Könnte ich mir gut für meine Klasse vorstellen. Aber wie kann ich jetzt mit diesem Thema weiterarbeiten? Ja, also es beginnt mit einem Wunsch, einem Traum, einen Radweg bis zum Sportplatz nutzen zu können. Und als nächstes suche ich mir MitstreiterInnen, also ein co-kreatives Team. Und co-kreative Teams sind natürlich super. Da kann jeder seine Talente und Kompetenzen mit einbringen. Also zum Beispiel der Sportler, der viel mit dem Rad unterwegs ist, der Kreative, der Ideen hat, Wege zu gestalten und der Netzwerker, der weiß, mit wem man jetzt ins Gespräch gehen könnte. Genau. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten zur Umsetzung. Zum Beispiel, man könnte die Wege und Orte fotografieren, man könnte Skizzen zeichnen, eine Umfrage durchführen, so zum Beispiel in der eigenen Gemeinde, in der Schule, im Sportverein, also bei den möglichen NutzerInnen. Die Teams könnten auch eine Collage oder Fotomontage zu neuen Wegen gestalten, vielleicht eine Verkehrsbeobachtung durchführen, den CO2-Ausstoß berechnen, einen Podcast erstellen oder einen Erklärfilm oder ja, ganz vieles. Wow, toll. Die Challenge kann ich mir jetzt wirklich in ganz vielen Fächern vorstellen. Ah, da können ja sogar Lehrkräfte gemeinsam co-kreative Teams bilden. Aber sag mal, wo bekomme ich jetzt das ganze Unterrichtsmaterial her? Ganz einfach, das bekommt ihr von uns und zwar kostenlos. Ihr geht einfach auf die Homepage unter www.skillupteaching.de. Dort bekommt ihr das Material zum Download und es gibt einen YouTube-Kanal. Da gibt es die Alltagsgeschichte und ganz viele digitale Methodenkarten. Und das klingt klasse und ich glaube, wir machen mit. Ja, ich freue mich. Wir sehen uns dann bei der Challenge und bei der Preisverleihung online am 26.07.2021. Bis dann. Tschüss. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Das war ganz wunderbar. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne.